Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, das ist wohl unser neuestes Auto. Ja. 911er 930er Turbo Porsche. Wie man sieht, vorne, hinten auch, ja, Hammer geil. Das ist das Auto von Silverhand, der drin sitzt, und mit dem können wir jetzt heizen. Ja, neueste Folge Cyberpunk 2077. Heute haben wir den 4.4., 22:10 Uhr ungefähr. Die Party ist vorbei. Aber ich trinke mein Holznedel mit euch. Ich mache nochmal eine Verköstigung. Schmeckt noch genauso wie vor 20 Jahren. Da haben wir FIFA gespielt vor 20 Jahren. Mit einem Arbeitskollegen. Und da haben wir einen ganzen Kasten geholt. Das waren früher aber 32 Flaschen. Ja, dann haben wir Fußball gespielt. Mit einem anderen guten Freund. Ach ja, da fällt mir was ein. Von dem habe ich geträumt. Andreas Andresen hieß er. Wo er herkommt, spielt er keine Rolle. Und mit denen habe ich Gran Turismo gezockt. Und im selben Ort wohnte auch ein anderer Arbeitskollege von mir. Der hieß André. Wie er mit Nachnamen hieß, weiß ich nicht mehr. Jo. Da waren wir auch am PlayStation zocken. Ich habe schon Videos hochgeladen von Gran Turismo 7 und auch jetzt mit Lenkrad. Ich fahre jetzt Gran Turismo, habe das Lenkrad wieder startklar gemacht. Ich habe das T300 RS. Seit Projekt Cars 1 habe ich das schon und ich habe es befestigt am Wheelstand Pro. Kann ich euch nur empfehlen. Also ich hatte das früher am Tisch befestigt. Das ist ein ganz runder Tisch und mein Vater hat mit der Stichsäge vorne hier am Tisch, wo ich sitze, eine gerade Kante, eine gerade Linie rüber gesäbelt. Aber irgendwann, ich wohne in einer Einraumwohnung und irgendwann ist die Schraube, ich muss es immer an- und abschrauben und irgendwann ist die Schraube übergeknabbelt. Ja, und dann habe ich es am Wheelstand Pro befestigt. Und das ist bombenfest. Auch die Pedale. Und man hat das Lenkrad nicht immer so tief, weil der Tisch ist eigentlich ein bisschen zu tief. Man kann die Höhe auch einstellen. Ja, und ich habe jetzt die erste Folge mit euch gefahren. Am liebsten fahre ich momentan Gruppe 4. Gruppe 3, also GT3 oder GT4. GT3 ist mir ein bisschen zu schnell. Mit 41, aber der siebte Teil ist richtig geil geworden. Ich habe mir gleich die Version für beide Konsolen geholt, für PlayStation 4 und auch für PlayStation 5. Kostet dann allerdings 100 Euro und nicht 70, also 30 Euro mehr. Ja, und wenn ihr günstig Guthaben für die PlayStation aufladen wollt, dann schaut mal bei Instant Gaming rein. Da kriegt ihr dann 100 Euro Aufladung, ich würde mal sagen, für 95 oder für 93 Euro. Ja, Alter, seht euch mal den Regenbogen an. Der ist aber falsch rum. Rot beim Regenbogen ist ganz unten. Und blau, zuerst ist grün, blau und oben ist lila, ist ganz oben. So, einsteigen. Ab geht's. Begib dich zu den Ölfeldern. Das ist aber, glaube ich, ziemlich weit weg. Obwohl, hier wird ja schon Öl verbrannt, ne? Mal sehen, wie die Karre sich fährt. Nur so weit ist das nicht weg. Alter, was ist das denn hier für eine Straße, Alter? Wir fahren hier.
Ja. 150, das müssten Meilen sein. Boah. Nicht mehr weit. Ah, schlimmer als ich dachte. Okay, muss hier irgendwo sein. Kann gar nicht glauben, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Ach, das ist es also. Hier ist absolut nichts. Was hast du erwartet? Grabstein und Blumen? Nein, weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Irgendwas. Du willst leere symbolische Gesten? Scheinbar schon. Dachte, ich würde eine Art Ende fühlen. Als würde ich den alten Silverhand verabschieden und den neuen begrüßen. Und was fühlst du? Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich noch in Mikoshi. Dann mache ich das eben. Jetzt besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab, was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Rastloser Rockerboy. Legende von Night City. Terrorist und Riesenarschloch. Der Typ, der mir das Leben gerettet hat. Rastloser Rockerboy, der nie aufgegeben hat. Nicht mal im Tod. Danke. Und was hat es gebracht? Was habe ich gegen Arasaka erreicht? So viele Tote. Und die Anzüge sind immer noch da. Du bemitleidest dich nur selbst. Nein. Ich kann nur endlich klar denken. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. Du musst mir nicht alles beichten, Johnny. Ich weiß, aber ich will es tun. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Schade, dass wir vorher nie so geredet haben. Hätte alles erleichtert. Es gab nie den richtigen Moment. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts zum Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue. Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät. Zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Die Smasher-Sache geht dir echt nahe. So kann das nicht enden. Ja, du hast recht. Sie war komisch. Rede mit ihr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee.
Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Der Danke. Porsche, Alter. Geil, da hinten ist der Porsche. Froh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Geil. Geil, dass sie sich hier auch überall hinsetzen können. Wir hätten uns... Ja, das haben wir geil gemacht. Und da steht der Porsche. Unser neuer Porsche. Ich bin VW-Fan alter Schule. Ich habe mit acht Jahren, ein VW-Zeichen. Ein richtiges VW-Zeichen. Wo das hergekommen ist, weiß ich nicht. Als Kette um Hals getragen. Kein Scheiß. Mein Cousin hatte zuerst ein Polo 1, den ersten Polo, Generation. Natürlich mit der fetten Anlage, Breitreifen tiefer gelegt und Speziallackierung im Babyblau. Und danach hatte er einen Golf 2. Und dann sind wir auf der Landstraße gefahren und er hat, wie bei der Automatik, Kickdown gemacht, aber mit der normalen Schaltung. Das macht man, indem man vom fünften Gang direkt nicht in vierten schaltet, sondern in dritten schaltet. Dann gibt es einen kräftigen Ruck und dann wird überholt. Ja, und Porsche gehört ja auch dazu, Audi, Lamborghini, mittlerweile Bentley und noch andere Marken. Ja, und auch Porsche. Und ihr seht, der hat sogar... Ja, die Sitze sind auch so wie vom Porsche. In so einem Porsche saß ich früher mal drin, auch ungefähr in dem Alter, auf der Rückbank. Da hat... Der war Doktor, der Vater, uns vom Schwimmen abgeholt in der Schwimmhalle. Und dort, auch in dem Ort, wo ich gewohnt habe, sagen wir mal so 8 Kilometer entfernt, wohnte ein Freund von mir und der hat, ja, einen Verwandten gehabt, der hat bei Nissan gearbeitet und hat Nissan für ein ganzes Wochenende bekommen. Das war ein Nissan Sunny GTI R und hatte 240 PS. Ich sag's nochmal, den könnt ihr auch googeln oder dann wisst ihr, welcher Wagen das war. Wie bei Volkswagen GTI, Nissan Sunny GTI R. Mit Schrot, Gurte und alles. Und der hat auf der Landstraße mal Vollgas gegeben und ich bin voll in Sitz gepresst worden. Ja. Das war ein geiles Gefühl, das vergisst man nie. Und früher war, ganz früher noch, mein Vater hat Kfz-Mechaniker gelernt bei BMW und die sind sich früher auf der Landstraße mit den alten V8 BMWs, Citroen Pallas und so, Rennen haben sie sich geliefert. Es war früher auf der Landstraße genauso wie auf der Autobahn unbegrenzte Geschwindigkeit. Und die sind mit 200 über die Landstraßen geprescht. Ja. Das zu meinem Vater. Mhm. So. Ja, und Porsche hat natürlich den Drehzahlmesser in der Mitte. War früher schon so, ist immer noch so. Gut. Wir machen die nächste Nebenmission. Gut, sollen wir einladen, genau. Auf ein Date sollen wir sie einladen.
Johnny will mit ihr ausgehen. Was hältst du davon? Frag mich das, Johnny. Oder du? Johnny natürlich. Du hast doch gesagt, du kannst uns gut auseinanderhalten. Okay. Und wohin wollen wir? Wohin willst du denn? Silver Pixel Cloud in North Oak. Okay, ich komme zum Afterlife und hol dich ab. Jetzt wollen wir erstmal wissen. Ein Moment. Wo wir auf der Karte sind. Im ganz oberen Bereich. Und der ist groß. Hier hinten geht's noch. Man könnte die Straße bis hier ganz zum Schluss fahren. Ich habe mir das ungefähr mal ausgerechnet. Von hier oben, vom Norden bis zum Süden. Hier waren wir noch gar nicht ganz unten. Das sind bestimmt 10 Kilometer. Wenn nicht noch mehr. So. Dann müssen wir hier hin. Mal sehen. Moment, ja, ist richtig. Fährt sich wie ein richtiger Porsche. Schön hecklastig. Ja, Prost, meine lieben Freunde. Auf dieses geile Spiel. Und auf die Party. Darf nicht so kurz kommen. Feiern muss sein. Ich feiere jeden Tag. Und ein bisschen Spaß muss sein, ne? Würde ich mal sagen. War das ein Kompliment? Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Charme. Hey Rogue, bereit? Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch einen Rückzieher gemacht? Du siehst... Wow. Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Er kommt später dazu. Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Ist das Johnnys Porsche? Porsche, das hat sie jetzt sogar gesagt. Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Sie nennt ihn sogar Porsche. Ist. Silver Pixel Cloud. Es gab mal die Porsche-Lizenz für Spiele und die hatte, glaube ich, nur Need for Speed. Jetzt ist sie aber nicht mehr aktiv und die kann jetzt jedes Spiel übernehmen. Die hat sonst sehr viel Geld gekostet. Bei Projekt Cars gab es ja auch keinen Suzuka. Es gab eine andere Strecke, die ist aber nicht original Suzuka. Die ist sehr teuer, wenn man die im Autorennspiel haben will. Ja, das dazu. Speichern. Dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht mehr. Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny hier. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Na, gute Bremsen. Okay, Vee. Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal?
Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haar, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. What? Rogue? Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Nein! Er schiebt über die Vorderachse. Ja. Da sind wir. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Nee, noch haben wir keinen Code. Noch nicht. Gleich. Abfindung. Okay, das Passwort habe ich. Wir gehen also wirklich ins Kino. Doch. Nochmal. Okay, gehen wir rein. Gut gemacht. Inshallah. So. Austrinken. Schluck, du Luder. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alter, das wird geil. Alles klar. Okay, sehen wir uns den Projektor an. Der Eingang ist da drüben. Okay, hab den Projektor gefunden. Interessant. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Bushido? Bushido 10. Fade to Black. Das sollte ein Klassiker sein. Mhm. Lager. Gleich sehen wir's. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In.
Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will im Hintergrund rauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Ja. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Geil. Viel Spaß, ihr Verrückten. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. So vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Das ist gut. Klar. Ich hab dich übrigens hergeschleppt, damit wir vögeln können. Geil. Wäre rein technisch möglich, weißt du? Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Nichts. Ich habe nie etwas getan, was ich bereue. Ich würde Smasher umbringen. Alles tun, um dich nicht zu verlieren. Glaub, ich würde Carrie ficken. Carrie ficken, Alter. Was ist jetzt besser, das? Das oder das? Darüber musst du aber lange nachdenken. Ja. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Einen Moment, meine lieben Freunde. Ich mache mir gerade eine Fluppe. Sicher, dass es nicht wegen Grayson oder Smasher ist? Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend, enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Was zählt ist, ich bin zurück bei dir. Ich finde das besser als jedes, was wäre, wenn. Aber wir haben nur diese Nacht. Geil. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Geil. Bombe, Alter.
Johnny, ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Du meinst wie gegenüber? Nein, dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Fuck! Die rote Pille, nicht die blaue wie bei Matrix. Rock ist weg. Ja. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rock hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Dancing with the Arts. Das gibt's sogar eine Errungenschaft. Hammer. Hammer, Alter. Was ist da? Oben? Zeigt das zumindest an. Geil. Alter, das ist eine richtig geile Nebenmission. Mal sehen, was hier ist. Ach so. Wer hätte das gedacht? Die Liebenden, Tarotkarte. Geil. Alter, das Spiel ist ultra. Schau euch das an. Oh, da zocken wir gleich noch eine Runde. Ich hab noch ein paar Bier unten im Kühlschrank. Crazy. So, das gab eine Errungenschaft. Gut. So, ich sage euch das nochmal. Würden wir die Hauptmission machen, fallen alle Nebenmissionen weg. Ja, und ihr seht, wie viele das sind. Ob das mit den Aufträgen auch so ist, die machen wir auch alle noch. Sonst hätten wir die Errungenschaft überhaupt nicht bekommen. Also macht das nicht. Wenn ihr das selber spielen wollt, macht nicht diese Mission. Ja. So. Ach so. Das war ja mal eine richtig geile Mission. Trifft Johnny am North Oak Shield. Die machen wir als nächstes. Mal einen Kilometer. Genau hier machen wir einen Break. Ich habe noch ein Bier im Gefrierfach. Und Glas wird schneller kalt. Eine Dose wird auch schnell kalt. Außer die blöden PET-Flaschen. Premium-Bier ist immer in Glasflaschen. Oder in der Dose. Aber niemals in PET. Mit Weichmacher und so. Wir zocken hier gleich weiter.
Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Cyberpunk 2077. Hammergeil, würde ich mal sagen. Wir schauen hier nochmal rein. Verfügbare Attributspunkte nichts, aber Fähigkeitenpunkte, die müssen wir auch denn sparen. Falls wir mal eine Tür nicht aufbekommen, müssen wir hier pushen. So sieht das momentan aus. So, müssen wir, wollte ich mal was sehen. Ja, wenn man hier Vorteile öffnet, seht ihr ja, da ist noch so viel, was man machen könnte. Ups. So. Und dann hier so. Wahnsinn, ne? Und das bei allen 1, 2, 3, 6, nee, 5 Stück. Da fehlt was. Ja, meine lieben Freunde, ich hole mir jetzt noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Und dann zocken wir die nächste Folge. Wenn ihr Bock drauf habt. Gut. Dann verabschiede ich mich. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.